Philipp, wie geht's dir? Wir haben gesehen, dass du beim letzten Spiel, nach dem Spiel, ein bisschen gehumpelt bist. Ja, ich habe so 3, 4 Schläge abbekommen im Spiel, was ist eigentlich ganz normal. Habe auch ein leichtes Pfeilchen bekommen im Auge. Nee, aber sonst ist alles in Ordnung. Es ist immer ganz normal, dass man in den Spielen mal ein bisschen was abbekommt und jetzt ist wieder alles gut. Ihr konntet am Freitag diesen einen Punkt noch nicht so einordnen. Wie würdest du jetzt im Nachhinein den Spieltag bewerten? Ja gut, es ist natürlich jetzt wieder eine andere Situation, als es davor war. Ich glaube, wir haben davor dreimal gewonnen, jetzt gegen Köln einen Punkt geholt. Ich habe davor schon gesagt, so aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte zu holen, war schon sehr gut für uns eigentlich. Oder war so eigentlich nicht zu erwarten. Und dadurch, dass jetzt natürlich hier Frankfurt und Bremen gewonnen haben, ist natürlich jetzt alles nochmal eng zusammengerutscht. Aber ich glaube, dass an der Situation nichts geändert hat. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir haben 4 Punkte vor Frankfurt und Stuttgart. Jetzt versuchen wir natürlich auf Schalke da die letzten Punkte zu holen. Du hast es jetzt gerade angesprochen, jetzt geht es nach Schalke. Das ist ja ein besonderer Verein für dich, das wissen wir ja. Wie ist es, jetzt das erste Mal wieder zurück auf Schalke spielen zu können? Ja, es ist was Besonderes. Viele Emotionen dabei auf jeden Fall. Es ist das erste Mal, dass, glaube ich, die komplette Familie im Stadion ist. Zum ersten Mal als Gastverein dahin zu fahren, einfach das Ganze mitzuerleben, ist außenrum schon allein die Farben, das Stadion, wo ich weiß nicht, wie oft trainiert habe, auf den Plätzen, wo man dann vorbeifährt mit dem Bus. Einfach die alten Spiele auch wieder zu sehen, das wird bestimmt was Besonderes, aber natürlich fahre ich nicht dahin, um nett zu sein, vielleicht danach, aber wir wollen natürlich da auch wieder eklig sein und Punkte holen. Wem wird deine Familie dann die Daumen drücken? Oh. Ich glaube neutral diesmal, also mein Vater zumindest, weil der ja bei Schalke angestellt ist, aber sonst natürlich denke ich mir, da geht Blut geht drüber auf jeden Fall. Und was wäre, wenn du ausgerechnet dein erstes Bundesligator jetzt gegen Schalke erzielen würdest? Müsstest du dir da was anhören zu Hause? Das wird, glaube ich, so in die ganze Konstellation passen. Das wäre schön. Ich werde es versuchen auf jeden Fall, wenn ich mal irgendwie mal vorne auftauchen sollte. Wenn es der Fall ist, aber ja, mal schauen. Du hast jetzt gerade angesprochen, dein Vater arbeitet bei Schalke. Der hat selbst lange Zeit in der Bundesliga gespielt. Wir haben nachgeguckt, knapp 400 Bundesligaspiele gemacht. Du hast jetzt auch schon über 20. Ist das irgendwie ein Ziel, da dran zu kommen oder den vielleicht auch sogar zu überholen? Es wird schwer, glaube ich. Nee, aber es ist natürlich ein Ziel, klar. Ich kenne die Zahlen natürlich auch. Mit Toren wird schwer, da habe ich glaube ich nicht so viel mit am Hut, aber mit Spielen, klar, gesund bleiben, alles geben und dann mal schauen, vielleicht kommt man da irgendwie dran. Wenn du jetzt den nächsten Spieltag dir mal vorstellen könntest, wie würde der perfekte Spieltag denn für dich aussehen? Ja, wir gewinnen auf Schalke und die anderen lassen Punkte, dass das für uns ein sehr gutes Ende nimmt, dass wir hier zu Hause gegen Hamburg nochmal ein schönes Ende haben können. Ne? Aber wie gesagt, mir ist eigentlich egal, wie die anderen spielen, weil es ist einfach nur wichtig, dass wir eine gute Leistung zeigen und die letzten Punkte holen. Okay, dann abschließend noch, du bist jetzt fast ein Jahr hier, eine Saison. Wie würdest du dein erstes Jahr in der Bundesliga zusammenfassen? Ja, wie ich es damals im Sommer schon gesagt habe, ich war überglücklich, dass der Wechsel zustande gekommen ist. Ich glaube, das war eine Riesenmöglichkeit für mich, durch die Tür Bundesliga zu gehen. Das habe ich auch sehr genossen, die ersten Spiele, auch die ganze Saison jetzt. Habe versucht, alles zu geben. Das war natürlich eine schwierige Situation damals, als ich gekommen bin. Habe die Vorbereitung noch in Karlsruhe gemacht. War wenig Zeit im Sommer. Wir haben ja noch die Relegationsspiele gegen HSV damals gehabt. Aber so bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Fühle mich sehr wohl. Für mich körperlich auch sehr gut, soweit noch. Das war eigentlich so nicht zu erwarten, weil ich glaube, man hat bei den anderen Spielern allen gesehen von Karlsruhe letztes Jahr, dass viele mit Verletzungen, schweren Verletzungen zu tun hatten. Und da bin ich eigentlich relativ froh, dass das alles so gut über die Bühne gegangen ist. Und natürlich die Euroleague war natürlich was ganz Besonderes, was ich auch nicht mehr vergessen werde. Du hast jetzt Karlsruhe nochmal angesprochen, da hast du ja in der zweiten Liga gespielt. Wie sehr hat man dann keinen Bock mehr, nochmal in der zweiten Liga zu spielen? Ja, vorneweg war es trotzdem eine schöne Zeit. Ich glaube,
die Mannschaft, mit der man letztes Jahr zusammen war, die hat es einfach verdient gehabt, dass man aufsteigt. Aber die Tür hat sich geschlossen und dafür hat sich ja die hier nach Augsburg geöffnet. Und das war ganz, ganz wichtig für mich, der Wechsel. Bundesliga ist immer was anderes. Es ist einfach ein höheres Niveau nochmal. Und da möchte man sich natürlich mit dem Besten messen. Und das habe ich jetzt die Chance dazu bekommen. Und ja, hoffentlich, oder es wird auf jeden Fall so bleiben. Alles klar, danke schön.